Woran denken Sie, wenn Sie Sand und Kies hören? An endlose Dünen in der Wüste? Vielleicht an den Strand im letzten Urlaub? Oder an den Sandkasten im Garten? Dabei sind wir täglich von Sand und Kies umgeben. Die Rohstoffe stecken in vielen Bereichen unseres Alltags. Nur wo? Wir laufen und fahren zum Beispiel ständig darauf. Ob Straßen oder Gehsteige, Sand und Kies werden für den Unterbau ebenso benötigt wie für die Asphaltschicht oder Pflastersteine oder für die Fugen von Terrassen und gepflasterten Wegen. Auch zu Hause finden sich überall Sand und Kies. Decken, Fundamente und Wände aus Beton sowie Kalksandsteine bestehen zu einem Großteil daraus. Sand und Kies sorgen aber auch für den richtigen Durchblick. Quarzsand ist eine zentrale Grundsubstanz von Fensterglas. Im Badezimmer sind Sand und Kies an vielen Stellen zu finden. Keramikfliesen bestehen nicht nur aus Sand, sondern werden durch das Sandstrahlen erst rutschsicher. Die Rohstoffe verstecken sich zudem im Waschbecken und im Spiegel. Auf diese Weise helfen Sand und Kies beim Rasieren und Schminken. Und beim Zähneputzen nehmen wir Sand sogar in den Mund. Fein gemahlen sorgt er dafür, dass wir Zahnbeläge leichter entfernen können. Vor dem Putzen steht aber das Essen. Hier haben wir ebenfalls täglich Sand und Kies in der Hand, diesmal in Form von Porzellantellern, Tassen und Gläsern. Sand im Getriebe braucht niemand, in moderner Technik sehr wohl. Ohne Sand und Kies gäbe es keine Computer, Tablets oder Smartphones. Die Prozessoren dieser Geräte enthalten Silizium, das aus Quarzkies gewonnen wird. Ohne Strom sind diese Geräte aber nichts wert. Auch hier helfen Sand und Kies. Die Solarzellen von Photovoltaikanlagen werden hauptsächlich aus Silizium gefertigt. Auf diese Weise versammeln sich in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus rund 200 Tonnen Sand und Kies. Umgerechnet etwa 15 Lkw-Ladungen. Bis zum 70. Geburtstag benötigt jeder Mensch insgesamt 470 Tonnen, also rund 35 Lkws voll. So machen Sand und Kies unseren Alltag erst zu dem, was er ist. Ob als Baustoff, Rohstoff für unsere alltäglichen Hilfsmittel und technischen Geräte oder schlicht als Spielzeug. Echte Hidden Champions. Wir kümmern uns darum. Die Fachabteilung Sand- und Kiesindustrie im Bayerischen Industrieverband Steine und Erden e.V.